Wie viel Schiff bekommt man für 1,7 Millionen Euro? Bei der sehr jungen Werft Gunfleet aus England immerhin 31 Tonnen, über 17,5 Meter verteilt. So, wir sind hier unterwegs mit der Gunfleet 58, ein sehr großes Boot, das zweite Modell aus der Gunfleet Werft, Gunfleet Marine. Die haben ja im 2011 mit der 43 angefangen, das ist das Nachfolgemodell Gunfleet 58. Und eines gleich vorweg, natürlich ist dies keine mit normalen Maßstäben zu messende Yacht, sie ist eben ein Mitglied der Luxusklasse. Da kann man auch schon mal einiges erwarten, was den Wohnkomfort und die Qualität angeht. Doch zunächst will Testchef Michael Goth die massige Britin unter Segeln prüfen. Die 58er überrascht mit einem hohen Leistungspotenzial. Bei 40 Grad Amwind läuft sie bei steifen 6 Beaufort noch über 8 Knoten. Übrigens ist die junge Britin standardmäßig mit einem Kielschwert ausgerüstet, das maximal 3,60 Meter tief geht. Variabler Tiefgang und Doppelruderanlage. Da stellt sich die Frage, ob man die 31 Tonnen Luxus denn so einfach trocken fallen lassen kann. So wie sie entwickelt ist, nicht, aber es gibt eine Option, sodass wir extra Skechs vor der Ruderanlage anbieten können und dann könnte man auf diese drei Punkte stehen bei der Yacht. Doch hier wird jetzt nicht trocken gefallen, ganz im Gegenteil. Jetzt geht es erst richtig los. Trotz des Windes wechselt die Testcrew auf die große 135% Genua, als sie auf Raumschutzkurs abfällt. Tagesbestwert hier 13,2 Knoten. Das Fazit des Testers fällt dementsprechend positiv aus. Wir haben heute gesegelt bei sehr viel Wind, 20 Knoten, 25 Knoten. Draußen auf der Nordsee bei sehr viel Welle auch. Das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt, tolle Leistungswerte erreicht. Und wir segeln jetzt gerade hier auf dem River Orwell. Zurück nach Ipswich, ganz gemütlich hier mit diesem großen Boot. Das alles funktioniert ganz hervorragend. Die Funktionen sind im richtigen Ort, alles ist so, wie es sein soll. Bereits die umfangreiche Basisausstattung ist auf Langfahrtsegler ausgerichtet. Daher kommt bei den gut 1,7 Millionen für die Grundversion auch nichts mehr hinzu, denn hier sind bereits alle Extras mit drin. Einsteigen und lossegeln. Mit der Gunfleet 58 ist das möglich. Fehlt natürlich noch der Eindruck unter Deck. Herzlich willkommen an Bord der Gunfleet 58, ein Tony Castro Design. Ja, herzlich willkommen im Luxus. Im Innern überzeugt die 58 mit einer exzellenten Verarbeitung. Jedes Einzelteil wird von den Bootsbauern zunächst im Schiff angepasst, wie früher üblich. Das Ergebnis sind geringste Spaltmaße und Maserungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Werfen wir mal einen Blick ins Vorschiff, Entschuldigung, in den VIP-Room. Auch wieder mit sehr großen Panoramafenster und viel Licht von oben, sodass man sich richtig wohlfühlen kann. Ein Bett mit Überlänge, über 2 Meter, volle Breite und extrem viel Stauraum. 8 Segler finden ganz bequem Platz bzw. eine eigene Koje zum Nächtigen. Dass in der Pantry standesgemäß gekocht werden kann, versteht sich von selbst. Alle Geschirr und Besteck ist serienmäßig mit an Bord, sowie die Mikrowelle. Ein sehr großer Kühlschrank und Tiefkühltruhe, natürlich schön voll mit Champagner. Na gut, wir wollen jetzt auch nicht alle Klischees bedienen.
Viel wichtiger ist, dass Gunfleet dem Kunden eine große Auswahl an Layout, Materialien und Holzsorten anbietet. Hier ist das Schiff zum Beispiel in amerikanisch weiße Eiche ausgebaut mit einem Walnussboden, aber können selbstverständlich Teak, Kirsche und Ahorn und andere Hölzer verwenden. Das Reich des Eigners im Heck der 58er bietet jeden erdenklichen Komfort. Wieder ein übergroßes Bett, ein dazu passender Flatscreen und ein Arbeitsplatz mit Aussicht. Wohnen wie im Nobelhotel. Fehlt noch der Gang in den Maschinenraum. Der ist tatsächlich begehbar und beherbergt alles, was dem Komfort an Bord dienlich ist. Ein sehr großzügiger Maschinenraum mit einem Volvo 150 PS. Alle Bequemlichkeiten an Bord, Klimaanlage, Generator, Meerwasserentsalzungsanlage für Frischwasser, Feuerlöschanlage, Absaugesystem und sehr hochwertige Motorraumisolierung. Was die Installation der Technik und die gesamte Bauweise angeht, gibt es beim Yachttest keinen einzigen Kritikpunkt. Wer also das nötige Kapital hat und eine echte Blauwasserjacht sucht, wird mit der Gunfleet 58 kaum etwas falsch machen können.